Winnetou und Old Shatterhand. Die Tramps vom Kansas River. Let's go. Kapitel 37. Diese Worte verdienten Anerkennung. Das ist ein feiner Zug von euch. Ich bedankte mich beim Sheriff. Richard Boscovans Satteltaschen nahm ich an mich, denn außer den Sachen, die er am Leib trug, fand ich alles Weitere in den zwei Taschen, die ich rasch feststellte. Zwar überprüfte ich auch Kate Browns Habseligkeiten, aber außer ein paar hundert Dollar, die der Halunke sicherlich schmerzlich missen mochte, gab es nichts, was wir nicht reinen Gewissens zurücklassen konnten. Mit seiner Leibwäsche wollte ich mich nicht belasten. Das gefundene Geld gab ich dem Sheriff. Verwendet es für einen guten Zweck, Mr. Oakman. Es gibt doch bestimmt auch in Ottawa ein paar Bedürftige, die ein paar Dollar gut gebrauchen können. Das ist generös von euch, Mr. Shatterhand. Ich verspreche euch, dass ich das Geld ganz in eurem Sinne verwenden werde. Gerade kam Winnetou zur Fence, an der wir vor dem Boardinghouse versammelt standen. Der Häuptling der Apachen hat die Fährte der beiden Pferde gefunden. Der Weg führt genau in südlicher Richtung auf die Prärie hinaus. Wenn man von hier in Richtung Süden reitet, wohin gelangt man da, Sheriff? Fragte ich daher den Ordnungshüter. Als nächstes erreicht man in etwa 6,5 Meilen Princeton, eine neue Ortschaft, die nur gegründet wurde, weil da ja gerade die Eisenbahn gebaut wird. Dann wird Kate Brown so schnell wie möglich nach Princeton reiten, denn inzwischen fehlt es ihm und seinem unfreiwilligen Begleiter ja an allem, was man in der Wildnis unbedingt braucht. Vor allem aber an Nahrung. Und das Bleichgesicht hat nicht einmal ein Gewehr, ergänzte Washin Waha. Stimmt, das hängt ja hier im Futteral. Der Pensionsbetreiber Vanderbilt fragte mit gierigem Blick, und wer bekommt das? Hatte dieser Mr. Brown, bei mir trug er sich mit Samuel Winter in das Gästebuch ein. Kontrolliert ihr denn die Namen der Leute? Nein, wir verkehren doch nur mit ehrlichen Leuten. Das haben wir ja gerade gesehen. Ich meine ja für gewöhnlich. Ich konnte doch nicht ahnen, dass dieser Mister, wie auch immer er wirklich heißen mag, ein Strolch und Schwerverbrecher ist. Verkauft die Flinte. Dann habt ihr bestimmt ein gutes Geschäft gemacht, oder? Fast wäre Vanderbilt vor Freude in die Luft gesprungen. Begeistert gab er zu, das kann man wohl laut sagen. Und Richard Boscovan hat nicht einmal eine Flinte besessen. Nun war alles gesagt. Noch in der gleichen Minute brachen wir auf. Winnetou stürmte auf Ilchi voran. Bald schon hatten wir die von ihm entdeckte Fährte der beiden Verfolgten erreicht, die sich überdeutlich durch das hohe Gras pflügte, sodass es uns ein leichtes war, der Spur zu folgen. Die Weite der Prärie umfing uns wieder. Doch es begann bereits zu dämmern. Bald müssen wir anhalten, Charlie, weil es dunkel wird. Ja, leider. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, sonst verlieren wir die Spur noch, denn wir können uns schließlich nicht sicher sein, ob die Verfolgten tatsächlich als nächstes nach Princeton reiten. Der Kiheka, der Washashe, hofft, dass nicht Regen oder Wind die Fährte in der Nacht zerstören mögen. Nein, wenn ich mir den Himmel so betrachte, Häuptling, dann sieht das nicht so aus. Wir werden eine friedliche Nacht haben. Vielleicht nutzt das Bleichgesicht die Nacht, um seinen Vorsprung vor uns zu vergrößern. Das könnte gut sein, Winnetou, aber das müssen wir dann morgen am Tag bei Helligkeit durch die Schnelligkeit unserer Pferde wieder aufzuholen versuchen. Bei all der Eile hatten wir uns selbst gar nicht mit Lebensmitteln versorgt. Es lief uns auch kein geeignetes Abendbrot vor die Flinte, so dass wir ohne Nachtmahl schlafen gingen. Vorsichtigerweise wechselten wir drei uns bei der Wache ab. Kaum war die Fährte mit bloßem Auge wieder im Präriegras zu erkennen, ritten wir auch schon wieder los. Schnell wurden wir gewahr, dass es auch heute wieder ein sehr heißer Tag werden würde. In unseren Feldflaschen befand sich noch Wasser, denn wir hatten sie gestern am Ufer des Flusses aufgefüllt.
Es sah nicht so aus, als ob wir vor uns bald irgendwo Wasser in diesem Grasmeer finden würden. »Der weiße Hund hat nicht wie wir gerastet«, schimpfte Vashin Vaha, was er deutlich am Alter der Fährte ablesen konnte. »Spornen wir unsere Tiere an, die sind bestimmt erheblich schneller und ausdauernder als die beiden Pferde aus dem Mietstall.« So jagten wir im Galopp über die Ebene dahin. Nur wenn die Tiere einer Ruhepause bedurften, zügelten wir das Tempo. Einige Stunden wurde wenig gesprochen, so dass wir aufhorchten, als Winnetou in die längere Stille hinein bemerkte: »Wir kommen immer dichter.« »Unverkennbar, mein Bruder. Noch etwa eine halbe Stunde später sahen wir dann, dass Kate Brown und Richard Boscawen eine Pause eingelegt hatten. Das Gras in einem Rund war deutlich niedergetreten.« Winnetou fragte mich sinnierend: »Der Häuptling der Apachen versteht nicht, warum sich der Tramp noch mit dem jungen Engländer belastet. Eine Geisel ist ihm auf der weiteren Flucht eigentlich nur hinderlich. Allein käme er doch viel schneller voran.« »Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht, mein Bruder. Vielleicht hat der Halunke immer noch im Kopf, den reichen Vater des Jungen zu erpressen, wo schon all seine anderen Schandtaten nicht zum Erfolg geführt haben. Der alte Boscawen würde bestimmt viel Geld für die Herausgabe seines heißgeliebten Jungen bezahlen.« Winnetou nickte und besah sich die Huf- und Fußspuren im Präriegras. »Hier ist wieder der Abdruck des Stiefelabsatzes mit dem Teil eines Pferdeschuhs.« »Das ist keine Überraschung. Wir wussten ja auch so, dass es sich bei den Verfolgten nur um Kate Brown und Richard Boscawen handeln konnte. Die Spur ist noch ganz frisch. Sie sind nur noch wenige Minuten vor uns.« »Uff, uff! Dann lasst uns rasch weiterreiten!« ereiferte sich Vashin Vaha, der unbedingt endlich den Mörder seines Kriegers in die Finger bekommen wollte. Auf einmal hörten wir Schüsse. »Das ist der Klang eines Revolvers, Charlie.« »Kate Brown. Er wird den jungen Engländer doch nicht...« »Nein, höre, das waren jetzt schon 4 Schüsse. Der Strolch hätte doch niemals 4 Kugeln gebraucht, um Richard Boscawen niederzustrecken.« »Das werden wir ja gleich mit eigenen Augen zu sehen bekommen.« Winnetou war schon wieder auf Ilchi aufgesessen, und dann jagten wir auf der Fährte der Flüchtigen dahin, um selbst festzustellen, was da noch außerhalb unseres Sichtfelds vor sich ging. Auf einmal erstreckte sich zur Linken von uns ein schmales Waldstück, an dessen Saum gerade panisch eine kleine Bisonherde entlangpreschte. Die Revolverschüsse haben die Bisons aufgeschreckt. »Seht da! Ist das nicht Kate Brown, der soeben eines der Tiere von der Herde separiert hat?« »Ja, eindeutig.« Der Hunger des Schurken war also größer als die Angst vor der Verfolgung. Kate Brown ritt von uns aus betrachtet rechts von dem feisten Bullen, so dass diesem nur die Flucht in unsere Richtung blieb und er sich so von seiner Herde immer weiter entfernte. Der Tramp brachte mit seinem Revolver gerade einen Schuss bei. Ob er gut gezielt und genau hinter das Blatt geschossen hatte, konnte ich aus der Entfernung natürlich nicht feststellen. Auf jeden Fall musste er die anderen Schüsse, die wir zuvor nur gehört hatten, dann aber schon viel zu früh abgefeuert haben. Der mächtige Bisonbulle wurde nach dem Treffer sofort langsamer. Ich hatte längst mein Fernrohr am Auge. Der Büffel schweißte inzwischen sehr stark aus dem Maul und den Nüstern, blieb jedoch im Galopp. Er war eindeutig verwundet, aber wohl noch nicht lebensbedrohlich. Kate Brown musste jetzt höllisch aufpassen, denn das angeschossene Tier konnte sich jeden Augenblick zum Kampf stellen. Was hatte Brown denn auf einmal eigentlich vor? Wollte er etwa dem Bullen in den Weg reiten? Das wäre nicht sehr klug, zumal er nur noch einen Schuss übrig hatte, wenn unsere Zählung richtig war. Der Tramp war aber wohl des Jagens müde, denn er überlegte es sich auf einmal anders und ritt auf die rechte Flanke des Bisons zu. Offensichtlich wollte er ihn nun aus kürzester Entfernung mit dem Schuss seines Revolvers erlegen. Bis auf einige Schritte war Brown an das Tier herangeprescht. Da stellte er sich auf einmal in den Steigbügeln auf, beugte sich weit in Richtung des Bisons vor. Im selben Moment fuhr dieser mit einer Geschwindigkeit herum, die der Tramp dem verwundeten Büffel ganz bestimmt nicht zugetraut hatte. Mit dem mächtigen Horn spießte er den Halunken an der Brust auf und schleuderte ihn vom Pferd hoch durch die Luft. Heftig schlug der Ganove wenig später im Präriegras auf. Das Pferd machte 2, 3 kräftige Sätze und brachte sich vor den tödlichen Hörnern
des Büffels in Sicherheit. Winnetou hatte schon seine Silberbüchse zur Hand. Es gibt bei einem Bison nur zwei sichere, sprich tödliche Treffer. Entweder muss der Schuss hinter dem Schulterblatt von der Seite schräg ins Herz fahren oder von vorn, mitten ins Auge. Aber wer wagt schon so einen Schuss, denn schließlich bewegt sich der Bison ja und steht nicht still. Nur wenigen Menschen hätte ich diesen Kunstschuss überhaupt zugetraut. Aber mein Blutsbruder traf mit seinem Schuss aus der Silberbüchse tatsächlich genau in das linke Auge des alten Bisonbullen. Ein unfassbarer Meisterschuss. Der Bulle brach auf der Stelle tot zusammen. Winnetou und Old Shatterhand, die Tramps vom Kansas River. Um zu erfahren, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. So long.